Susanne, hast du die Salbe bekommen? Aber natürlich. Sehr gut. Nun werde ich mich sofort um meinen kleinen Patienten kümmern. Danke für deine Hilfe, Susanne. Das war wirklich das totale Chaos hier. Alles nur wegen Lynx. Lynx, ich habe ihn total vergessen. Das sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Ich muss zu Josh. Er war super nett und hat sich um Lynx gekümmert, wenn ich im Stall Ordnung gemacht habe. Aber ich schaffe es jetzt nicht. Ich muss mich doch um das arme Pferd mit dem Glassplitter im Huf kümmern. Sei so lieb, Susanne. Könntest du Lynx nicht holen und ihn zum Schmied Konrad Marzen bringen? Konrad hat mir nämlich versprochen, Lynx neu zu beschlagen. Das wäre super, wenn du das machen könntest. Ja, ja, mir hat er auch so viel versprochen. Toll! Also, ich schulde dir echt was. Also, wäre besser, wenn du deine Schulden erstmal bezahlst. So. Wo müssen wir denn abholen? Also, ich habe hier links auf jeden Fall noch etwas, wo wir hin sollen. Ich weiß aber nicht so wirklich, was das jetzt sein soll. Ist auf der anderen Seite? Ach, da unten. Da ist ein Pferd. Dreh dich um. Dreh dich um. Das muss das Pferd sein, von dem Maya erzählt hat. Am Zaumzeug ist eine Notiz befestigt. Eigentum des wunderbaren Ydris. Falls gefunden, bitte zum Nilmas Hochland zurückbringen. Zusammen mit jeder Art von Fracht und Gepäck. Es winkt eine fürstliche Belohnung. PS. Falls sie sich stur anstellt, helfen Kekse weiter. PPS. Aber nicht zu viele geben. Egal wie sehr sie auch bettelt. Okay. Nutze Pferdekeks. Du musst absteigen. Ja, super. Okay, Schätzchen, du musst mal eben hier stehen bleiben. Und mir mal aus dem Weg rausgehen. Oh. Ja. Und weg ist sie. Hallo, sollst aufsteigen. So, ja, ich soll die jetzt aber zum Hufschmied bringen, ne? Weil da oben steht jetzt, dass ich mich nach geradeaus bewegen soll. Aber das Pferd läuft wenigstens mal ein bisschen schneller. Das ist schon mal gut. Okay. Geradeaus ist das. Ja, komm, los, lauf. Das ist doch der Zirkusbesitzer, aber ich denke, das Pferd soll ich jetzt nicht dahin bringen, sondern ich soll die Hufe beschlagen lassen. Jetzt verstehe ich gerade gar nichts mehr. Halt, sag nicht, wer du bist. Der wunderbare Ydris weiß alles. Ich bin Ydris, der wunderbare Ydris, der einzigartige, der atemberaubende,
Nenn mich, wie du willst, solange es nicht gewöhnlich ist. Und du musst Xanthippe sein. Josephine, Soria, Susanne? Ich muss wohl doch physische Kräfte besitzen, psychische Kräfte. Problem? Ein großartiger Narr hat einmal gesagt, die edelste Kunst ist es, andere glücklich zu machen. Genau aus diesem Grund bin ich hier auf Jorvik. Ich will Menschen glücklich machen. Und wer weiß, vielleicht breitet sich die Freude, die ich hier versprühe, eines Tages auf der ganzen Welt aus. Wäre das nicht großartig? Nee. Wie ich plane, meinen Gospel der Freude zu verbreiten, indem ich in die Fußstapfen des zuvor zitierten Narr trete, mit einem Zirkus. Und was für ein toller Zirkus es werden wird. Magie, Wunder, Spaß. All deine Träume werden wahr. Und da wir hier auf Jorvik sind, spielen die Pferde natürlich eine ganz besondere Rolle. Aber ich schaffe das nicht allein. Darum habe ich die liebe C auf eine sehr wichtige Mission geschickt. Hast du gefunden, worum ich dich gebeten habe, meine vierbeinige Gefährtin? Susanne, würdest du so lieb sein, die Kiste zu öffnen und den Inhalt dort auf das Podest zu legen? Ich werde dir einen weiteren tollen Trick von mir zeigen. Okay. Benutze Clownsmaske? Voila, eine einfache Holzmaske. Masken verfügen über eine der stärksten Quellen der Magie. Sie erlauben es dir, eine andere Person zu werden. Das wahre Selbst der Person, die sie trägt, wird unsichtbar. Vielleicht ist diese Maske also doch nicht so einfach. Okay. Xin, was bist du für ein Narr? Kein Wunder, dass du mein allerbester Begleiter bist. Aber natürlich, Zi, du bist auch mein Liebling. Wir sind alle eine große, glückliche Familie voller Sonderlinge. Kein Grund zur Eifersucht. Xin, begrüße meine neue Freundin Susanne, die das Schicksal in unsere Mitte gebracht hat. Hab keine Scheu. Okay. Merci, meine Gute. So, ich werde jetzt hier allerdings ausnahmsweise mal nicht die neue Quest annehmen, weil ich mir das aufspare für morgen. Ich schreibe mir mal eben auf, beim Zirkus fehlt noch eine Quest. So. Weil das kann ich sonst alles nicht mal mit diesen Speicherständen machen. Deswegen habe ich auch in letzter Zeit zu viel hintereinander hochgeladen, weil es einfach, ja, zu wenig Platz ist bei mir auf der Festplatte. Ich schau mal eben. Sieh nach links. Ja, den habe ich eigentlich gesucht. Könntest du nicht links zum Schmied holen? Ja, das Problem ist, dass der mir nicht angezeigt wird als Kreis oder so. Er wird mir jetzt noch als Ausrufezeichen angegeben, das ist gut. Ach, Moment, da war doch was mit dem Schloss, dass ich da hin musste. War das nicht das mit dem Hammer? Weil da ist nämlich auch ein grünes grünes Ausrufezeichen. Stimmt, hier war, glaube ich, vorher ein Bagger, kann das sein? Silverglade-Felder. In der Eingang. Ist das hier? Ja. Das sieht gut aus.
Oh, das sieht nicht so gut aus. Moment, Notar. Okay, also bei ihm bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir da jetzt mit reden müssen. Aber mit dem Kerl hier mit dem Hund müssen wir auf jeden Fall reden. Und da scheint man auch nochmal reingehen zu können. Hallo, du sollst nicht laufen. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dass wir hier definitiv erstmal einen Cut machen. Weil wie gesagt, sonst ist meine Festplatte nachher voll und es bringt dann alles nichts, weil die Aufnahme ja dann für einen Eimer ist. Ich sie nämlich nicht mehr speichern kann. Beziehungsweise sie nicht mehr gespeichert wird. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und ich sag dann mal einfach bis dann. Ciao, ciao.